Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Elisa und heute gibt es endlich das von vielen gewünschte Fazitvideo bzw. meinen Erfahrungsbericht zu dieser Nähmaschine. Die habe ich jetzt schon eine kleine Weile und zwar handelt es sich um die Nähmaschine von W6. Modell, Name ist N3300 exklusiv. Ich nähe jetzt seit einigen Monaten mit dieser Nähmaschine, habe auch gerade extra noch mal so ein paar Sachen getestet, quasi für dich, denn einige Sachen habe ich selber jetzt gar nicht unbedingt gebraucht, vor allem auch, weil ich ja noch eine Overlock habe, wollte aber gerne auch die Nähmaschine im Hinblick darauf testen, ob die quasi geeignet ist für Nähanfänger, die sich nicht sofort auch eine Overlock gönnen möchten oder können. Und ob man sozusagen mit dieser Nähmaschine auch Overlock-Stiche gut benutzen kann. Da haben wir hier schon ein paar Proben und ich würde sagen, wir legen los. So, fangen wir mal damit an, dass das hier eine computergesteuerte Nähmaschine ist. Für mich war das eine riesige Umstellung. Ich habe 20 Jahre vorher mit einer mechanischen Nähmaschine genäht. Das ist auch quasi direkt zum Einstieg so ein bisschen mein erster Tipp. Wenn du Anfänger bist und davon ausgehst, dass Nähen schon ein Hobby sein wird, was in deinem Leben eine Rolle spielen könnte, finde ich es eigentlich gut, direkt in eine computergesteuerte Nähmaschine zu investieren. Denn es gibt ganz, ganz viele Nähmaschinen, eigentlich auch wirklich von allen Anbietern. Die liegen immer so um die 100 Euro und das sind eben diese mechanischen Nähmaschinen. Und die haben meiner Meinung nach so ein paar Tücken, die es dir am Ende im Prinzip ein bisschen erschweren, das Nähen wirklich zu erlernen oder auch direkt deine Freude damit zu haben. Denn die Unterspule wird in der Regel von unten eingesetzt, kommt extra noch in so eine Kapsel und da passieren ganz oft unglaublich viele Fehler. Selbst mir als Profi nach 20 Jahren ist es immer wieder passiert, dass ich diese sogenannten kleinen Häufchen genäht habe, die sich dann unter dem Stoff befunden haben und natürlich kann man sagen, okay, vielleicht war das mal eine falsche Nadel, mal der falsche Stoff, mal dieses oder jenes, aber allein die Tatsache, dass das einem Profi relativ oft passiert, spricht für mich dagegen, dass das so wahnsinnig Anfänger geeignete Nähmaschinen sind. Ja, wenn man davon noch nicht so viel Ahnung hat und dann passieren solche Sachen, dann ist es einfach so ein bisschen frustrierend und das ist zum Beispiel so eine Fehlerquelle, die man sofort ausschalten kann mit einer computergesteuerten Nähmaschine. Und obwohl ich auch 20 Jahre, wie gesagt, mit einer anderen Nähmaschine genäht habe und glücklich war, muss ich sagen, bin ich jetzt schon verliebt in ganz viele Details, die diese Nähmaschine zu bieten hat. Ich fange aber mit einer Sache an, die ich als negativ empfunden habe, was hauptsächlich daran liegt, dass ich eben sehr das andere System gewöhnt war. Und zwar ist es so, dass man ja jede Naht immer verriegeln muss und bei der Computernähmaschine ist es halt so, dass sobald die den Befehl empfangen hat, zurückzunähen oder rückwärts zu nähen, macht sie das auch. Das heißt, wenn du die Taste loslässt, kann es sein, dass du den Befehl schon abgegeben hast und sie quasi tatsächlich noch ein oder sogar zwei Stiche weiter rückwärts oder vorwärts näht, obwohl du schon gesagt hast, stopp, ich will das nicht mehr. Das ist was, wo ich mich persönlich tatsächlich noch so ein bisschen dran gewöhnen muss. Das ist aber auch das Einzige. Ansonsten hat der kleine Computer da drin doch recht viele Vorteile. Also mein Lieblingsvorteil ist die Nadelhoch-Tiefstellung, die dafür sorgt, dass die Nadel, wenn man das möchte, entweder immer genau oben an der höchsten Position landet oder immer genau ganz unten tief im Stoff versenkt landet. Das kann man hier mit einem Knopf entweder dauerhaft einstellen oder mit dem Knopf quasi auch manuell auslösen, dann für einmal sozusagen, einmal runter oder einmal hoch. Das ist super praktisch zum Beispiel, wenn man etwas vernäht, wo man oft in Ecken kommt, wo die Nadel ja immer dann versenkt sein muss oder wo du viel drehen musst, weil du an Rundungen arbeitest. Und das heißt, dass das Handrad im Prinzip gar nicht mehr benötigt wird und da, finde ich, kann man tatsächlich viel Zeit sparen und auch einiges an Nerven. Denn wenn die Nadel nicht ganz oben steht zum Beispiel und du hast den Faden zu kurz abgeschnitten und du willst losnähen, ist es bei anderen Nähmaschinen oft so, dass der Faden dann auf einmal weg ist und das passiert dadurch dann halt auch nicht unbedingt. Ansonsten hat die Nähmaschine natürlich super viele Spielereien. Wir fangen aber mit den Basics an. Das Einfädeln ist super einfach, wie eigentlich, finde ich, bei jeder Nähmaschine.
Diese hier hat noch eine extra Einfädelhilfe, von der ich immer ehrlich gesagt gedacht habe, das ist so eine Spielerei nur für Nähanfänger. Habe die dann aber tatsächlich jetzt auch eine ganze Weile benutzt. Muss aber sagen, ich habe jetzt die Nadel einmal ausgewechselt und seitdem funktioniert es nicht mehr so optimal. Das heißt, dass ich jetzt wahrscheinlich wieder zurückgehe aufs komplett selber einfädeln. Also es bezieht sich ja auch nur auf den letzten Schritt, hier den Faden dann durchs Nadelöhr zu ziehen. Ich denke mal, wenn ich die Nadel noch ein bisschen perfekter einstelle, dann funktioniert das auch wieder. Es ist schon praktisch, muss man sagen. Man gewöhnt sich dann doch schnell dran. Unterfaden einlegen ist das einfachste überhaupt. Das ist wie gesagt bei einer Computernähmaschine beziehungsweise vor allem bei Nähmaschinen, wo der Faden eben von oben ohne extra Spulenkapsel ist wesentlich einfacher. Das kann ich einfach nur jedem raten und ich finde, da lohnt sich fast 50 oder 100 Euro mehr auszugeben, weil es einfach, wenn du oft nähst, das Nähen wahnsinnig vereinfacht. Also Spule von oben einlegen, finde ich persönlich super wichtig. So. Zwei Basic-Stiche geradeaus nähen, passt alles wunderbar. Zickzack-Stich muss ich sagen, das ist so mein größtes Minus an der Nähmaschine. Da habe ich eine ganze Weile gebraucht, um ihn richtig einzustellen. Ich habe auch hier in der Gebrauchsanweisung gesehen, dass da extra so ein kleiner Absatz zum Zickzack-Stich steht. Das heißt also, ich vermute, dass die da öfter Probleme mit hat, diese Nähmaschine. Ich habe für mich jetzt festgestellt, wenn ich die Fadenspannung hier komplett runterdrehe, dass der Zickzackstich gut aussieht. Das heißt, das Problem ist zu lösen. Das Minus kann man quasi auch streichen, aber man muss es halt wissen. Vielleicht ist es auch nur genau bei meiner Nähmaschine so, weil irgendwas nicht optimal eingestellt ist, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das ist damit zu lösen, was auch wichtig ist, denn den Zickzackstich selber benutze ich eigentlich gar nicht. Ich finde den nicht wichtig, wenn man eine Overlock hat. Hat man allerdings keine Overlock, dann wird der tatsächlich zum zweitwichtigsten Stich, denn dann ist das ja der Stich, mit dem man die Stoffe versäubert. Und das sollte man wirklich immer tun, wenn man näht, denn dann hat man einfach viel, viel länger etwas von den ja, genähten Sachen, also vor allem eben bei Kleidung. Und dann kommen wir auch gleich zu den Overlock-Stichen, also zu den Versäuberungsstichen. Die habe ich auch heute extra nochmal getestet an drei verschiedenen Materialien und die funktionieren wirklich wunderbar. Also hier, das ist so ein ganz normaler Baumwollstoff. Den kann man eben mit einem Zickzackstich versäubern und das hat dann bei mir eben mit der geringen Fadenspannung auch super geklappt. Dafür gibt es einen extra Overlock-Nähfuß. Ich glaube auch, dass der relativ speziell ist. Also den haben gar nicht so viele Nähmaschinen, auch von anderen Firmen in dem Preissegment. Das ist schon eine ziemlich coole Sache, vor allem eben wenn du Anfänger bist und dir nicht gleich eben eine Overlock gönnen möchtest. Dann haben wir hier so einen ganz feinen Stoff, der lässt sich auch wunderbar versäubern. Mit einem Extrastich und dem Overlock-Nähfuß und auch Jersey-Stoffe. Da gibt es sogar verschiedene. Da habe ich jetzt heute gerade mal nur einen getestet. Der ist aber wunderbar. Der lässt sich dann auch noch gut dehnen, der Stoff. Das finde ich wirklich mega. Und ich finde auch, dass es tatsächlich so ist, dass es sich quasi mehr lohnt, ein bisschen mehr zu investieren, gleich eine etwas bessere Nähmaschine zu haben und dann lieber ein bisschen länger auf die Overlock zu warten, denn diese Stiche funktionieren wirklich gut. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, was du gerne nähst. Also wenn du zum Beispiel eher Taschen und sowas nähst, dann brauchst du die Stiche wahrscheinlich auch gar nicht so sehr. Ansonsten funktionieren die eben auch gut. Und dann kommen wir auch gleich zu den elastischen Stichen. Und zwar habe ich hier auch gleich mal ein T-Shirt mit hingelegt, das ich hier unten mit einem elastischen Stich gesäumt habe. Das ist der Stich A5. Der sieht aus wie so ein kleiner Blitz. Das ist im Prinzip so ein ganz feiner Zickzackstich, der dafür sorgt, dass der Stoff trotzdem noch super elastisch bleibt. Das ist für mich wirklich eins der Highlights der Maschine, denn mit meiner alten Nähmaschine war es bei mir so, dass ich lieber zwei, drei Bündchen mehr zugeschnitten und das komplett an der Overlock vernäht habe, als irgendwie mit einem Zickzackstich über Jersey zu nähen. Das hat mir überhaupt keine Freude bereitet und da hatte ich oft Schwierigkeiten. Das funktioniert mit der Nähmaschine wirklich wunderbar und ich weiß ja, dass viele von euch gerne mit Jersey nähen und das ist auch nicht nur der einzige Stich, also da hat man sogar noch so ein paar mehr zur Auswahl, obwohl ich denke mal, das ist schon so der beste Stich dafür. Also auch um Jersey zu vernähen, ist die Nähmaschine super. Dann kommen wir zum letzten Punkt, zu den Zierstichen. Da muss ich sagen, habe ich jetzt noch nicht so viel ausprobiert. Zwei, dreimal bei dem Magnetarmband habe ich die ja auch verwendet und jetzt auch gerade nochmal einfach auf so einem
festen Baumwollstoff einen ausprobiert, sogar ohne Stickvlies. Und also das funktioniert auch wunderbar. Die Nähmaschine macht es eigentlich komplett alleine und da hat man mega viel Auswahl. Ich selber mag es ja meistens eher schlicht, auch weil ich keine Lust habe, so wahnsinnig viel Zeit, um an einem Teil zu sitzen. Aber wer eben auf diese Spielereien steht, kann sich hier so richtig austoben. Ich finde, das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge. Die Maschine kann tatsächlich noch mehr Knöpfe annähen, natürlich Knopflöcher herstellen, sogar Ösen mit Faden herstellen, Bögen nähen, Quilten, viele, viele Sachen. Einige davon habe ich, wie gesagt, noch gar nicht ausprobiert. Ich denke aber, ich habe so die wichtigsten Punkte angesprochen, um eben sowas wie Kleidung und Taschen zu nähen. Dann kommen wir auch zu meiner abschließenden Empfehlung. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, die circa 300, ein bisschen weniger Euros in diese Maschine zu investieren. Ob als absolute Erstmaschine für jemanden, der sich das leisten kann oder möchte, oder auch für jemanden, der jetzt gerne umsteigen möchte. Vielleicht hast du schon eine ganze Weile mit so einer mechanischen 100-Euro-Nähmaschine genäht, hast da auch vielleicht deine Schwierigkeiten mit dem Unterfaden schon öfter gehabt, mit Fadenreißen oder sonst was, würde ich auch empfehlen. Also von mir aus gibt es eine definitive Kaufempfehlung. Die Punkte, die ich als negativ empfunden habe, habe ich alle auch in diesem Video preisgegeben. Wie auch schon hier im Video erwähnt, würde ich sagen, es lohnt sich, die zu kaufen und dann lieber ein bisschen länger zu warten und die Overlock etwas später zu kaufen. Grundsätzlich bin ich aber auch dafür, irgendwann eine Overlock zu haben, wenn man gerne näht, denn das ist natürlich auch nochmal eine Zeitersparnis und wirkt auch von innen noch mal ein Stück professioneller. Zur Overlock werde ich natürlich auch nochmal ein Fazitvideo machen. Wer von euch diese Nähmaschine schon besitzt, schreibt mir auch gerne nochmal in die Kommentare, ja, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast, welche Punkte du besonders toll oder auch nicht toll an der Maschine findest. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich habe es jetzt endlich vollbracht. Den Link zur Maschine setze ich natürlich unten in die Infobox, falls du dir die auch nochmal angucken möchtest oder eben kaufen möchtest. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Um keine neuen Videos oder Anleitungen zu verpassen, abonniere den Channel. Du kannst DIY Mode auch per Newsletter abonnieren, dann bekommst du E-Mail-Post, wenn es Neuigkeiten gibt. Falls du noch gar nicht alle Videos kennst, dann stöber doch mal in meiner Playlist oder schau dir das Video hier unten ganz speziell für dich an. Viel Spaß!